Ja, hallo und herzlich willkommen hier in einem Tutorial von mir. Ja, ich bin es wieder, der TeamABB, und heute mit ein paar Aktualisierungen vom Channel und einem kleinen GIMP-Tutorial. Ich will euch nur mal schnell sagen, dass ich hier mein Kanaldesign geändert habe. Ich habe auch ein bisschen, also den Titel habe ich hier geändert. Das Logo fehlt zwar noch, aber da fällt mir, glaube ich, auch schon was ein. Ich glaube, ich nehme Sterne. Rainbow Stars, wie ich sie nenne. Und ja, ich will euch heute zeigen, weil mich das angefragt wurde. Namen weiß ich nicht. Weil mich das angefragt wurde, will ich euch zeigen, ja, wie ihr so ein Channel-Design, wie ich hier gemacht habe, auch selbst erstellen könnt. Schriftart müsst ihr euch herunterladen. Ihr könnt aber auch eine ganz normale Standard-Schriftart nehmen, die ihr bei Windows installiert habt. Ja, ich glaube, dann fangen wir gleich mal an. Und zwar habe ich hier schon GIMP mit einer, ja, mit einer Vorlage, die man für den Kanal hier gebrauchen kann, weil da es noch nicht so viele Vorlagen gibt, ich habe bei YouTube auf jeden Fall noch keine gefunden, habe ich mir einfach mal schnell selbst eine erstellt, einfach ein Screen vom Channel genommen und oder einfach Grafik, Hintergrundgrafik einzeigen, und dann hat man das, die Grafik hier so angezeigt. Ich habe das Weiß jetzt entfernt, weil es sonst falsch wird. So, ich fange dann mal an. Hier ist die Skizze, und diese Ebene hier werden wir nur als Abdeckung brauchen, und ja, damit wir besser arbeiten können und auch besser auch abmessen können, wo wir alles hinstellen müssen. So, als erstes fangen wir beim Hintergrund an. Wir machen hier schnell, natürlich stelle ich diese Skizze in die Beschreibung. Erstmal müssen wir im Hintergrund eine dunkle Schwarz geben, einen dicken noch ganz schwarz. Ich nehme 0F, 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 und dann als zweite Farbe nehme ich 3F, 3F, 3F. So, dann nehme ich das Farbverlaufswerkzeug, ziehe einen Farbverlauf nach unten, natürlich immer mit gedrückter Steuerungstaste, damit es auch schön gerade wird, und dann haben wir den Hintergrund schon fertig und wir können zum zweiten Schritt gehen. Nun erstellen wir uns eine neue transparente Ebene, und ja, dann machen wir eine rechteckige Auswahl. Doch gehen wir gleich auf abgerundete Ecken und klicken 7, machen hier auf 7. Ach ja, ich benutze GIMP 2.8, für die Leute, die es noch nicht wissen, aber ich benutze jetzt GIMP 2.8. Ist mir gerade so eingefallen. So, nun macht man hier so ein bisschen länger, so ungefähr. Und dann, wie habe ich es gemacht? Genau so. Ich werde dann mit hier einer zweiten Grau, mit einer helleren 2.5, 2.5, 2.5, werde ich dann hier ein Farbverlauf drüber ziehen. So. Nun bleiben wir bei Auswahl, bleiben wir einfach bei der Auswahl und gehen auf Filter, Licht und Schatten, Schlagschatten, 0, 0, 5, Größenänderung nicht zulassen, einfach Häkchen entfernen, Deckkraft 80, Farbe schwarz, perfekt, wie immer, Auswahl nicht auswählen, und dann sieht man, oh verdammt, dann müssten wir einfach hier Drop Shadow nach unten drücken, unter die weiße Ebene, wird aber nachher nicht gezeigt, deswegen machen wir einfach, damit man den Drop Shadow überhaupt nicht sieht, Auswahl auf der weißen Ebene, gehen auf die Drop Shadow Ebene, drücken einmal Steuerung X und weg ist es. Das können wir uns jetzt gleich mal ansehen. Moment, Auswahl nichts. Und dann, wenn ich jetzt hier die Ebene nach oben verschiebe, sieht man keinen Drop Shadow, also keinen Schlagschatten. So, nun haben wir auch schon die ersten Schritte geschafft. Nun sieht man, hier haben wir hier den schwarzen Balken, den wir später auch hier haben werden. Hier ist er ein bisschen größer geworden, aber das macht gar nichts. Nun fangen wir gleich an mit der Schriftzug hier, mit eurem Namen. Ich schreibe einfach meinen Namen, und das macht man mit der Schriftart Star Avenue. Und die stelle ich natürlich in die Videobeschreibung, und dann schreibt man hier, ja, 60, glaube ich, habe ich genommen. Und dann schreibe ich einfach hier T. Hoppla, Entschuldigung. So. T. Leertaste. Leertaste. Enter. I. Leertaste. M. Leertaste. A. Leertaste. B. Leertaste. Enter, verdammt, nicht Leertaste. E. Enter.
B, jetzt Enter und E und dann nichts mehr. Dann ist man fertig. So, nun geht man hier auf. Nun machen wir einfach mal eine andere Farbe, damit wir es auch besser sehen können. Auch für dieses hellgrau zum Beispiel. Und dann sieht man, ist hier alles verschoben. Aber bei mir hier im Design steht alles schön untereinander und das machen wir hier unter Ausrichtung einfach zentriert und dann steht alles schön untereinander. So, nun verschieben wir uns es zurecht mit aktive Ebene verschieben ein und dann verschieben wir uns es hier so in die Mitte. Wir könnten die Schrift eigentlich jetzt noch ein bisschen größer machen. Ich glaube, das mache ich mal so. Ja, 65 ist eigentlich recht sinnvoll, finde ich. Und dann machen wir erstmal Auswahl aus Alpha-Kanal und dann löschen wir uns diese Ebene. So, nun erstellen wir uns gleich eine neue transparente Ebene, gleich über den Balken. Und dann zeige ich euch, was wir machen. Wir brauchen einfach eine Standardfarbe. Dann gehen wir ins Farbverlaufswerkzeug. Dann seht ihr, hier haben wir eine ganze Sammlung von Farbverläufen. Da scrollen wir runter, bis wir hier den Full Saturation oder den Full Saturation Under nehmen. Ich nehme jetzt den zweiten und dann fahre ich von, ja, so gekrümmt hier rüber über die Auswahl. So, und dann sieht man, hat man da den Regenbogen drin. Nun bleiben wir aus Auswahl. Wir lassen die Auswahl einfach mal und dann gehen wir auf Schlagschatten. Dort stellen wir Versatz X 1, 2, 1, 2. Mal schauen. Ja, habe ich so. Hoppla. So, 1, 2, 1, 2. Und dann haben wir hier Weichzeichen, Radius, da kann man eine Reihe machen, dann sieht das nicht so schlimm aus. Und dann Auswahl, nichts auswählen und dann sieht man, hat man hier einen kleinen Schatten. Und ja, ich glaube, dieses Design hier gefällt mir deutlich besser als meines. Jetzt schon. Das kann ich jetzt schon feststellen, aber es ist ja noch nicht fertig. Nun haben wir hier den Schriftzug hier auf der Seite. Gameplays, Tutorials und More steht bei mir. Da könnt ihr natürlich euren Slogan oder eure Partner oder was auch immer ihr wollt reinschreiben. Ich mache hier mein Slogan rein und dann, ja, das mache ich jetzt einfach mal. So, wir schreiben einfach einen neuen Text hier hin in der gleichen Schrift und dann schreibe ich Gameplays, Tutorials. Ah, ich muss die eben nach oben verschieben, ich sehe den Text nicht. Tutorials. Das gibt's ja nicht. Naja, egal. Tutorials and more. Glaube ich, gemacht, oder? Nein, diesmal nicht, aber naja. Dann haben wir hier ein weiteres Text. So, nun gehen wir hier, lassen die Ebene ausgewählt, gehen wir auf das Drehen-Werkzeug, klicken einmal drauf und geben hier bei Winkel 90 einfach 90 ein und dann dreht es sich so nach, ja, in dem 90 Grad Winkel, so rechtwinklig also. Nun verschieben wir uns das hier hin, dann machen wir aus, Rechtsklick auf die Ebene, Auswahl aus Alpha-Kanal, löschen uns die Ebene und dann gehen wir nochmal neu die Ebene. So, und dann wählen wir uns wieder das Farbverlaufswerkzeug aus und dann ziehen wir einen Farbverlauf darüber. So, nun haben wir auch den Schriftzug auf der Seite fertig. Also fast, ich muss noch den Drop Shadow, also den Schlagschatten hinzufügen. Da klicken wir einfach auf Filter und Schlagschatten hinzufügen. Auswahl ist auswählen und nun haben wir hier den Schriftzug fertig. Da ist ein kleiner Fehler drin, aber das, ah ja, das war nur ein Skalierungsfehler und jetzt ist es so gut wie fertig. Jetzt fehlen eigentlich nur noch hier diese Sternchen da. Die werde ich jetzt auch noch hinzufügen. Das ist eigentlich ein recht einfaches Syndikat. Ein recht einfaches Mittel, wie man die erstellen kann. Das hat man hier. Ich habe hier mal einen erstellt, nur zur Show. Aber den werde ich euch, natürlich auch zeigen, wie man so einen Stern selbst machen kann. Weil es bisher habe ich keine guten Brushes gefunden. Und mit GIMP 2.8 habe ich sowieso nicht keine Brushes mehr installiert. Und deswegen nehmen wir erstmal hier unten, wenn ihr eben den Pinsel und so weiter hier alles ausgewählt habt, dann geht ihr hier auf den Kreis. Hoppla, Moment, so. Klickt ihr auf den Kreis. Und dann diesen Pinsel bearbeiten. Und dann haben wir hier den Pinsel-Editor. Aber der ist natürlich schreibgeschützt. Aber was können wir da machen? Wir können jetzt gehen und da hier auf diesen einen neuen Pinsel erstellen klicken. Und dann muss ich ein bisschen rumprobieren, weil ich das schon lange nicht mehr gemacht habe. Ach, erstmal Radius ein bisschen umstellen. Spritzen, nee, spritzen gar nicht. Härte,
Härte wäre gut, wenn ihr auf 1 stellt. Ja, Radius kann ich noch ein bisschen runterstellen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu groß. Aber naja, geht nicht. Kein Verhältnis, nein. Radius geht nicht. Wie muss ich jetzt machen? Winkel ist ja auch scheißegal. So vielleicht. Abstand. Ich glaube, Abstand ist das, oder? Wie geht's? Mal, Leute, ich habe keine Ahnung. Tut mir leid. Ah, so, genau. Hier, jetzt hier haben wir hier die Spitzen. Und jetzt haben wir hier einen Stern, den wir auch natürlich ein bisschen drehen können. Seitenverhältnis stellen wir nicht zu hoch, sonst sehen die Sterne nicht gut aus. Und so finde ich ihn eigentlich sehr gut. Eigentlich ist er auf 3 da perfekt. Also sage ich euch nochmal die Daten. Bei Form wählt ihr hier den, den Dingens aus, den Karo. Dann Radius, ja, wählen wir 55, einfach mal. Spitzen 5, Härte 1, Seitenverhältnis 3, ja, Winkel haben wir jetzt 37, können wir aber jetzt hier mit dem Drehenwerkzeug natürlich noch bearbeiten. Und dann Abstand machen wir einfach mal, ja, genau 70 hätte ich gerne dort. So, und dann haben wir hier einen schönen Stern. Und ja, vielleicht könnte man den noch ein bisschen bearbeiten, so. Bearbeite ich den eigentlich gerade? Ich glaube nicht, aber egal, ich mache da wieder auf 70. So, 70. So, Leute, da haben wir den Stern. Ich schau mal, wie lange. Ach so, 11 Minuten schon. Ich dachte ja 15 Minuten. Da musste ich ein bisschen Gas geben. Aber es ist ja nicht mehr viel. So, nun können wir hier den Pinsel-Editor einfach schließen. Und dann haben wir hier den Stern. Ich nehme diesen Stern hier. Den gefällt mir einfach besser eigentlich. Aber ihr könnt ja natürlich euren Stern selbst nehmen. Ihr könnt auch hier diese Award. Habe ich einen Award gemacht, aber brauche ich zum Glück gar nicht. Nun erstelle ich einfach einen größeren Stern. Ungefähr, ja, so 340 Pixel. Und dann natürlich eine neue Ebene. So, dann klebe ich. Na, natürlich. So, klebe ich einfach dort einen Stern hin. Und dann gehe ich ins Drehenwerkzeug, drehe ihn mir noch ein bisschen in die gewünschte Form. Dauert jetzt ein bisschen, weil das Bild groß ist. Und dann verschiebe ich ihn so, wie ich ihn gerne haben möchte. So, so gefällt er mir gut. Und dann gehen wir Auswahl, Alpha-Kanal, löschen diese Ebene, erstellen uns eine neue, transparente Ebene, Farbverlaufswerkzeug, noch immer den Rainbow-Dingen sind. Und dann, wie habe ich es hier gemacht? Okay, so. So. Ich glaube, so sieht er eigentlich ganz toll aus. Ich kann auch mal versuchen, so. Nein, 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 so sieht er auf keinen Fall gut aus. So sieht er ganz gut aus eigentlich. Dann gehen wir Filter, Schlagschatten erneut anzeigen. Dann machen wir hier Weichzeichenradius ein bisschen größer. Und dann können wir eigentlich die Ebenen vereinen. Und dann nach unten unter das weiße verschieben. Ach, Mensch, nein. Ah, scheiße. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. So, nun habe ich hier den Stern, Auswahl aus Alpha-Kanal, Filter, Schlagschatten wiederholen und dann so. Und dann vereinen wir diese Ebenen, müsst ihr aufpassen. Und dann ab nach unten damit. So, dann habe ich es endlich geschafft. Und dann ist der erste Stern fertig. Sieht auch ganz toll aus eigentlich, finde ich auch. Und jetzt kommen wir hier zum zweiten Stern. Der wird auch noch sehr schnell gemacht. Wir stellen den diesmal gleich unter der weißen Ebene. Und dann klebe ich den einfach mal vielleicht ein bisschen größer dahin. So, 500. So, nun wieder das gleiche aus als Alpha-Kanal. Zwischen die Ebene, neue transparente Ebene. So, und dann Farbverlauf drüber. Und der sieht ganz toll aus, finde ich. Aber ich will lieber so einen haben, damit die Farben noch ein bisschen abwechselnd sind. Dann Filter, Schlagschatten wiederholen. Ja, dann nehmen wir den Schlagschatten nach unten.
eben so dieser Schlag. Ist es nicht? Nein, es ist dieser hier. So. Und dann nach für einen Auswahl, nicht auswählen. Und dann noch den müssen wir noch einmal herunter. Der muss in dem Stand. So. Nun haben wir hier das tolle erstellt. Nun können wir theoretisch diese Ebene hier ausblenden oder löschen. Ich lösche sie jetzt einfach, weil wir brauchen sie nicht mehr. So, nun seht ihr, hier ist das Design fertig. Ihr habt hier einen schönen 2 Sterne. Das könnt ihr jetzt speichern. Und da, ich speichere es jetzt einfach mal kanal.xcf, ersetze meine alte Datei. Dann komme ich hier bei Game 2.8, drücke ich einfach exportieren. Weil ich noch nicht genau weiß, wie ich es richtig abspeichere. Ist mir auch völlig egal. Und dann müsst ihr es als JPG oder BMP speichern. Weil YouTube nicht höherer Speicherbedarf möchte. Exportieren und dann gespeichert. Und ja, ich hoffe, euch hat es sehr gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit einem Tutorial, was eigentlich nicht sehr schwierig ist. Also ihr könnt es natürlich selbst nachmachen. Also wie gesagt, Schriftart stelle ich euch in die Beschreibung. Ich denke dran. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.